viel zu tun gehabt und aufgrund der Witterung war also so viel Wasser und verbraucht worden und auch in den Gärten wurde sehr viel gespendet. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir wieder viele Helfer hatten. Zum Beispiel war die Freiwillige Feuerwehr Schlossgarten intensiv im Einsatz und hat die Streckensicherung durchgeführt und intensiv geholfen. Die medizinische Absicherung durch das Klinikum Helios hat wunderbar geklappt. Und ich glaube auch, das war auch ein besonderes Erlebnis, über die Brücke zu laufen. Ich habe ja dieses Jahr erstmalig als Läufer richtig teilgenommen. Vorher habe ich immer bloß mal organisiert. Und es war schon herrlich zu sehen, wie die Läufer bei diesem guten Wetter sich dort wohlgefühlt haben. Ein ganz großes Dankeschön müssen wir natürlich unseren fast 300 Helfern aussprechen, die beim Start an den Verpflegungsstellen im Zielgebiet gearbeitet haben. Ja, es waren fast 300 unterwegs. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die haben gestern schon viel geholfen und heute dann ihren ganz großen Einsatz gehabt. Und beim Start haben wir ja einen Pokal und eine Stele übergeben bekommen. Das möchten wir auch hier erwähnen. Ingo Kalwey, ein Helfer, der seit 23 Jahren in Ostdorf oder an der Krösnitz mit seiner Frau steht. Hobbybildhauer. Hat zu Ehren des 25. Laufes eine Stele für das Organisationsbüro angefertigt und beim Start unserem Vereinsvorsitzenden übergeben. Diese Stele ist so angelegt, dass sie auch beim 26. und bei vielen weiteren Läufen erhöht werden kann. Und diesen Pokal, diese Stele, wird einen ehrenhaften Platz bei uns im Verein und beim Orgbüro erhalten. Ja, wir denken. Einfach rundrum ein gelungener Lauf. Ich denke mal, darauf können wir aufbauen. Und auch der 26. Lauf wird sicher ein Erlebnis für die Auswärtigen und die Schweriner wieder sein, auch ohne die Buga. Wir denken natürlich auch zurück an die ersten Läufe. Wir hatten ja dieses Jahr das Jubiläum, den 25. Lauf. Ich erinnere mich noch gut, wie wir unsere ersten Gedanken geschmiedet haben, Achim Knipp, Dietrich Barthel und ich. Und es ist wirklich eine Institution für Schwerin geworden. Alle Jahre wieder, auch über die Wände hinweg, haben wir diesen Lauf organisieren können zum 25. Mal. Und wir denken schon, dass wir auch ein bisschen in die Zukunft blicken können und dass es auch so weitergehen wird. Wir haben jetzt fast 4.000 Teilnehmer gehabt. Das wird sich nicht mehr steigern. Aber wir haben 4.000 Leute gehabt, die auch in Schwerin ein Erlebnis gehabt haben, die Buga besucht haben und Schwerin kennengelernt haben und wiederkommen werden als Touristen und als Besucher von Schwerin. Viele Läufer, die die 30 Kilometer Strecke gelaufen sind, nicht nur das erste Mal, die haben natürlich ganz besonders auf die schöne Landschaft eigentlich hingewiesen. Fast, ja, kann man sagen, 75% wird am Wasser, am Störkanal, im Wald, also auch schattig gelaufen. Und das ist eine so schöne Landschaftsstrecke, die 30 Kilometer, sodass wir da auch das heutige Gespräch zum Anlass nehmen möchten, auch weitere ansprechen, sich auf diese Strecke ruhig zu begeben. Man ist doch auch immer ein bisschen gehemmt, wer auf den langen Kanten gehen will. Aber die Landschaft bietet einfach richtig, verbunden auch mit der Historie in Schwerin und mit den Stadtkernen, die wir hier auf dem Dreh oder woanders auch kreuzen, ein richtiges Erlebnis, Lauferlebnis. Ja, und das Lauferlebnis geht ja über das ganze Wochenende. Wir haben am Freitagnachmittag die Ausgabe der Stadtunterlagen, wo man sich dann auch schon trifft. Wir haben dann am Sonntag den Lauf, abends den Sportlerball, der auch immer gut besucht ist und mit 600 Leuten richtig Stimmung macht. Und früh am Sonntag ist dann auch der Frühstückslauf, wo auch immer 60, 70 Leute teilnehmen und der auch ganz beliebt ist und von vielen gern angenommen wird. Und viele planen ihr Wochenende für Schwerin, eben wegen des 15-Laufes, besuchen auch den Töpfermarkt oder andere Ereignisse in Schwerin. Natürlich müssen wir auch erwähnen, dass, und das ist ja ganz wichtig, dass wir seit 2001 mit dem Schweriner 5-Seen-Lauf eine Cup-Veranstaltung ins Leben gerufen haben.
dass gemeinsam mit dem Harzgebirgslauf und mit dem Zeller Wasserlauf und dem Schweriner Seenlauf ein Dreiercup der drei größten Läufe aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Niedersachsen, also Volkssportläufe, und aus Sachsen-Anhalt einen gemeinsamen Cup veranstalten über verschiedene Strecken, die der Läufer sich dann an drei Läufen beteiligen und in eine gemeinsame Cup-Auswertung kommen. Ja, und es gibt natürlich auch die Besonderheit, dass wir wirklich ein Volkslauf sind, dass wir kein Citylauf sind, wo irgendwelche guten Stars gut bezahlt werden, sondern bei uns ist jeder Starter gleichberechtigt, ob er an der Spitze läuft oder hinterher. Du siehst jetzt die langsamsten Läufer. Ja. Und die am ersten Bier trinken beim Laufen. Ja. Ja, das musst du wohl gewinnen. Wir sind die Bierathleten. Ja. Ja. Amtierenden. Die Amtierenden. Amtierenden Bierathleten Champions 2009. Ja, wir sprechen verkauft. Das kommt nicht ins Fernsehen, ne? Na klar, das kommt im Fernsehen. So wie wir laufen, so tun wir auch. Wolfgang, in the sky.